So, es hat recht viel Müll, und alles von dort oben hier runtergetragen haben. Heute stürmt es auch extrem und deshalb haben wir gefunden, heute tun wir das Zeug rum, weil wenn es so richtig 30 Grad hat, dann habe ich dann auch keine Lust. Gut, auf der anderen Seite ist dort oben. Dort oben ist das Häuschen. Hier haben wir schon all diese Sachen, so dort oben hier runtergetragen. Ja, da gibt es noch etwas zu tun. Stegeli auf, Stegeli ab. Stegeli auf. Auf der anderen Seite hat es so ein altes Radio. Und da, oder? Ja, ja. So. Was soll man dazu sagen? So, da hat es so Hühner. Back, 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 back. Es wird schon über den Fuß in den Pics. Ja, der ist für die Dame hier zuständig. Oh, jeder. Gell? Ich hätte heute schon aber 6 Eier gegeben. Also, das sind 3 heute Abend und morgen hat es auch noch mal 3 gegeben. Mit einer automatischen Tür. Ist gross geworden. Und das ist der alte Titan. Jetzt sind sie noch im alten. Wir sehen jetzt noch gerade, wie die Hühner in das neue Käfig kommen und in den Stall. Der Vorteil daran ist, es geht besser mit den Eiern. Die Eier, die man von hinten rausnehmen kann. Und mit der automatischen Tür. Und es hat jetzt auch so Hasengitter, Engsgitter wegen dem Marder und wegen anderen Sachen. Tagsüber können sie draußen sein und nachts können sie rein dort. Genau. Hier haben wir noch ein kleines Wellnessbett mit Sand für die Hühner. Ich kann es gerne. Und jetzt ist alles ein bisschen schlammig, weil es so geregnet hat. In der Mitte haben wir noch 2 Hopfen-Kletterpflanzen gesetzt und hier beim Häuschen noch den Kiwi, damit nachher das Dach eigentlich noch schön überwuchert wird mit dieser Pflanze. Die Hühner haben die Pflanze nicht gerne, deshalb ist das eigentlich kein Problem. Ja, dann braucht es so einen Stamm drin, damit die Hühner drauf hocken können, auf den Stamm rauf. Es hat jetzt neu auch noch so eine Hühnerschaukel. Das machen die Hühner eben auch noch gerne. Ja, nochmal eine Pflanze. So, und von da hinten kann man nachher das Tor hier wegnehmen. Man kann es hier
dann mal rausputzen und so. Und natürlich eines der Highlights. Im Sommer könnt ihr auch hier runter gehen. Da haben sie noch hier eigentlich Schatten. Ihr könnt sich einfach räuchern. Außerdem haben sie hier unten ein Wasser und einen Futterautomat. Ihr könnt so viel essen, wie ihr möchtet. So wie ihr seht, es ist ziemlich flammig jetzt, weil es geschimpft hat. Etwa 10 Tage haben wir jetzt gebraucht. Hier hinten können wir von hier hinten quasi alles bedienen. Wir können hier Wasser auffüllen, wir können hier Futter auffüllen. Wir können das Gitter hier wegnehmen, auf und zu tun. Auch hier innen sehen wir den Eier, also das Eiernest. Das funktioniert eigentlich mehr oder weniger dann automatisch. Man kann das hier aufklappen. Da haben wir ein bisschen investiert und kann dann hier die Eier rausnehmen. Genau. Und da hat es zum Sitzen hat's so Stangen. Und es hat Schubladen drin mit Sand. Weil die Nacht, wenn die da drauf sitzen, dann müssen die auch mal aufs WC und so können die das blumsen lassen. Und wir können es dann von hinten eigentlich jetzt gut aus, also sauber machen. Davor hat es auch noch ein Türchen, da kann man dann da automatisch runterlassen. Genau, von hinten kann man das zumachen. Dann haben wir hier noch das automatische Türchen. Wenn es dunkel wird, geht es zu. Und wenn es hell wird, geht es automatisch auf. Wahrscheinlich jetzt alles automatisch. Um das alles zu bauen. Und jetzt lassen wir doch einfach mal die Hühner rein und schauen mal, ob es verrückt. 10 Tage sind genug gewesen, um das alles zu bauen. Und jetzt lassen wir doch einfach mal die Hühner rein und schauen mal, ob sie Freude haben. Jetzt lassen wir die Hühner raus. Soll ich sagen, ein Schiffet. Ich habe jetzt mal all diese Sachen aus dem Schrank rausgenommen. Und hier hinten, also das ist ja. Da hinten im Hühnerstall ist wirklich so ein richtiges Rumore. Bäh! Sie sind gerade am Fressen. Ja, da ist wirklich ein richtiges Geplätsche da. Ja, ich habe jetzt einmal aufgeräumt, den Kasten. Hier wollen wir eigentlich so einen Toilettenring machen. Ich habe schon gesehen, dass hier schon so ein praktisches Loch hat dann für das Zuwasser. Ja. Jetzt bin ich wirklich eine Ewigkeit dran gewesen, weil es so Gestänge-Zeugs dran hatte. So Sachen hier. Da das Zeugs. Und tausende Schrauben und Winkel. Und da ein Spiegel und dort ein Spiegel und ja. Aber jetzt kann es losgehen an Innenausbau. Juhu! Die Zeug und Sachen, die wir hier oben alle rausgenommen haben. Ja. Das war jetzt aber auch wirklich ein Kaib. Endlich ist er draußen. Tada! Ein neues Hütchen am Sendeweg. Nur noch 7
erzählt so, es hat kein Bindli. Nein, das glaube ich ja nicht. Was mache ich jetzt? So, Tag 48. Wir sind wieder am Haus. Es hat ganz viel von diesen Stachellattich, wo man angeblich mit dem hier kann Latex. Ja, oder wo Latex gibt. Aber ja, von denen haben wir ganz viel, wie ich gesehen habe. Da. Bis aber. Das brauchen wir nicht und dann tun wir ausreißen. So, Stufe 26. Zwei Bettchen haben wir gemacht. Mit Heilkräuter schon mal angesetzt. Mit wie viel Säcken haben wir hier drauf gelernt? Schon mal? Das sind, glaube ich, ja, 20 oder 24, glaube ich. Und jetzt müssen wir hier noch die getrockneten Nörfel abmachen und für auf ja, gratis Nörfel zum Abgeben. Ja, das gibt es auch wieder. Jetzt sind die trocken und dann tun wir die nachher die Kirchverbrennung geben, dass die hoffentlich nie mehr kommen. Die müssen schlimm kommen. Ja. Die nächsten 50 Jahre musst du das nehmen. So, Etappe 566. Da gerade das Wellblech abgeschnitten und jetzt ja, machen wir den Schrammflecken da noch schön. Geht's gut zum Bewässern? Jeder Profi, der zuhört, denkt, oh mein Gott, wie hätte der Schlauch und das ist die Düse, aber ich bin nicht. Du da mit deiner Duschbrause. So wie der Martin. Martin Düse. Genau. Tag 757. Schon länger kein Video mehr gemacht. Nein, ich weiss nicht, was für ein Tag das heute ist. Aber heute wird der Kies geliefert. Und es regnet. Es ist grusig heute. Ja, 50 Sek. 50 Sek an 25 Kilo werden wir jetzt hier aufschütteln. Gubi? Oi, du Gubi! Oi, Gubi! Wuhu!
Ja, so werden wir nie fertig. Mit viel Liebe. Ja. Oh, guten Morgen! Guten Morgen! Oh, bist du ein bisschen nass? Ui, nein! Guten Morgen! Oh, du bist ganz zersaust, ey! Ui, nein! Oh, ja! Guten Morgen! So. Aber ich sehe gut, es ist halt nicht gross. Die Blumen sind auch noch da.